Hallo zu einem neuen Video. Nach ungefähr 2 Monaten gibt es endlich mal wieder ein neues Video. Leider war unsere Kamera kaputt und deshalb gab es eine lange Pause, aber jetzt sind wir wieder da. Kim ist da. Wir sind gerade durch irgendwas durchgefahren und alles stinkt wie die Hölle. Wir müssen jetzt auf jeden Fall sofort zu einer Waschanlage fahren oder zu einer Tankstelle und unser Auto waschen, weil es stinkt so heftig nach Scheiße. Oh, bah, naja, gut. Guter Start in das neue Video. Wir sind aber zumindest schon mal froh, dass es nicht irgendwas im oder am Auto wirklich selber ist. Weil ja. Ich hatte kurz Angst, die Mama meinte schon, wir können vielleicht nicht weiterfahren. Weil, keine Ahnung, Batterie läuft aus oder irgendwas. Nee, es ist einfach scheiße. Es ist so viel Scheiße, der ganze Radkasten ist voll. Es ist ja. So ekelhaft. Bah! Naja, gut, wir sind auf jeden Fall inzwischen zwischen Valencia und Barcelona. Auf dem Weg nach Barcelona. Da treffen wir in 6 Tagen mittlerweile, glaube ich, eine Freundin und fahren zusammen nach Sardinien. So sieht's aus. Los geht's. So, das war der schwierigste Waschgang, den ich je hatte. In Wahrheit habe ich ja nur die Scheiße versucht abzuspülen. Ich hoffe, ich habe so gut wie alles erwischt. Jetzt haben wir gerade noch Red Blue getankt und es geht weiter. Wir sind jetzt angekommen auf dem Campingplatz. Leider auf dem Campingplatz. Wildstehen ist aktuell nicht so leicht in Südspanien. Und haben uns direkt auf den Weg zum Strand begeben. Dafür müssen wir hier so einen kleinen Waldweg langlaufen. Da wartet Kim schon. Und dann schauen wir uns das Meer mal wieder an. Seit Gibraltar ist das Meer natürlich deutlich ruhiger geworden, aber trotzdem immer schön. Ist übrigens voll schön hier, der Weg vom Campingplatz zum Meer, weil hier überall wilder Rosmarin ist und auch andere Kräuter. Aber gerade der Rosmarin ist so groß und Büschen wächst er hier. Voll cool. Guten Morgen. Wir hatten gestern noch einen schönen Abend und jetzt sind wir gerade dabei. Kim ist gerade dabei, eine Tasche zusammenzunähen, weil uns der Reißverschluss da immer rausfällt. Ich bin gerade dabei, hinten alles aufzuräumen, die Kisten mal wieder neu zu sortieren und so. Das muss man natürlich immer mal wieder machen. Und dann geht es demnächst los. Bis 13 Uhr müssen wir hier runter sein. Es ist, glaube ich, 10:30. So, alles zusammengepackt. Es geht los. Diesel und Kim haben wohl einen Bauernhof rausgesucht, wo wir uns jetzt hinstellen. Ach. Da geht's jetzt hin. Gucken wir uns mal an. Das. So, wir sind angekommen auf unserem neuen Stellplatz. Mitten in Olivenbäumen. Wie nennt man das? Ein Olivenhain? Auf jeden Fall wunderschön hier, super ruhig, relativ nah am Meer. Wir haben schon den Hund kennengelernt und den Besitzer kennengelernt und machen gleich mal einen Erkundungsspaziergang über das Gelände.
Unser Spaziergang ist gestern übrigens darin gemündet, dass wir noch eine kleine Führung bekommen haben von dem Besitzer hier. Das ist ein total interessanter Typ, der hat sich diesen 10 Hektar Olivenhain zum Geburtstag geschenkt, zum 40. und muss nicht mehr arbeiten und lebt seitdem hier und kümmert sich um die Bäume und macht Olivenöl tatsächlich. Das heißt, wir haben eine kleine Führung bekommen. Er hat uns erzählt, was so seine Philosophie ist. Er will auch kein Geld damit verdienen, sondern das soll halt einfach nur die Kosten decken, was er an Olivenöl produziert. Und dann durften wir auch noch testen und haben auch eine kleine Flasche gekauft. Die zeigen wir euch später nochmal. Wir sind jetzt, ist übrigens der nächste Tag, und sind jetzt gerade am Morgen einmal spazieren. Ja, und uns das ganze Gelände einmal, also ich glaube 10 Hektar schaffen wir nicht, aber uns viel von dem Gelände anzuschauen. Genau, und es war irgendwie super spannend, weil er auch meinte, eigentlich theoretisch der ganze Olivenhain oder das ganze Feld, könnte irgendwie 35 bis 50 Tonnen abwerfen. Und man sieht es auch, und ja, er selber erntet halt nur 9. Also 9 Tonnen erntet er, weil er es mit der Hand erntet, mit 2 Helfern noch zusammen. Man sieht es auch, weil man das nämlich sonst nicht sieht tatsächlich. Hier liegen überall um die Bäume so große Ringe, wo die Oliven einfach runtergefallen sind. Das sieht man sonst auf keinem Olivenfeld oder auf keinem Platz. Genau, und das ist irgendwie echt spannend. Und seine Öle sind zum Teil von bis zu 400 Jahre alten Bäumen. Wir stehen gerade, meine ich vor allem, der auch so alt ist. Er hat uns gestern die Blätter gezeigt und den Unterschied. Auf jeden Fall sind die bis zu 400 Jahre alt. Und das Öl haben wir zwar probiert gestern, aber das kannst du nicht kaufen. Oder man kann es nicht kaufen, wenn man nicht irgendwie Gastronom ist. Die sind alle, einmal im Jahr produziert er das Öl und die sind alle quasi von vornherein immer verplant und für Gastronomen eben aufgebraucht sozusagen. Ja, das heißt, man kann sie selber eigentlich nicht kaufen, sondern die gehen nur an Restaurants, was ich auch nachvollziehen kann. Das ist nämlich sehr gutes Olivenöl. Und was auch spannend ist, er hat sie nicht hier, aber er geht zu jemandem, der so eine manuelle Presse noch hat. Der wird elektrisch unterstützt mittlerweile, aber da ist halt wirklich so ein Stab dran und man muss da so schieben und so weiter. Also es ist wirklich ziemlich cool gewesen. Ja, es hat Spaß gemacht, das gestern zu machen. Leider ist er ein bisschen krank. Das heißt, wir haben das gestern gemacht und ihn so ein bisschen belagert, möchte ich nicht sagen. Er hat das auch gerne und freiwillig gemacht und wir haben gar nicht gefragt, ob er uns das machen kann. Er hat das dann gemacht. Einfach daran merkt man halt auch, wie viel Leidenschaft das eigentlich irgendwie ist. Ja, also es ist wirklich schön hier, richtig toller Ort und wir werden auf jeden Fall noch eine Nacht bleiben. So, jetzt ist mittlerweile schon ein Tag später. Wir haben gestern nichts mehr gefilmt, weil auch nicht viel passiert ist. Kim ist gerade am Arbeiten im Bus und ich werde jetzt langsam anfangen, den Bus zusammenzuräumen, weil es dann losgeht. Wir gucken uns gleich noch die größten Bonsai-Hersteller aus Europa an. Der ist hier nämlich irgendwie 5 Minuten entfernt. Da gucken wir nur einmal kurz durch, weil es ist jetzt nicht unsere Leidenschaft, Bonsai-Bäume zu haben oder anzugucken oder wie auch immer. Aber ich finde es ganz interessant, so alte kleine Bäumchen zu sehen. Deshalb gucken wir da gleich noch kurz vorbei. Und dann gehen wir nachher nach Miravet und schauen uns das Dörfchen an, fahren dann mit einer kleinen Fähre über ein Flüsschen, wenn es funktioniert, wenn wir mit unserem Bus rüberkommen vor allem, weil da steht keine Wohnmobile, ist es ja eigentlich nicht. Mal gucken. Naja, jetzt packe ich zusammen und dann geht's gleich los. Wir haben uns die Bonsais angeguckt, also wir waren da, das ist wie so ein großes Gartencenter, nur eben voll mit Bonsais. Das war ziemlich cool. Ich bin kein riesen Bonsai-Fan, aber es war schon beeindruckend und es war ziemlich cool eigentlich da durchzulaufen und vor allem auch ziemlich cool zu sehen, dass die dann irgendwie bis zu 120 Jahre alt sind. Ja, das ist schon eigentlich beeindruckend ist es halt schon. Deswegen muss man kein Fan sein, um sich das anzugucken. War letztendlich aber auch eigentlich dafür, glaube ich, dass man da halt sich das anschaut, um auch zu kaufen. Das haben wir jetzt nicht gemacht. Wir haben andere kleine Luftpflanzen gekauft, die wir hier im Van unterbringen können, die nur 2,50 Euro statt 2.500 das Stück gekostet haben.
Ja, und jetzt sind wir gerade auf dem Weg zur Fähre, mit der wir nach Miravet fahren. Anscheinend ist es so, also wir könnten theoretisch auch mit dem Auto reinfahren. Wir hoffen, dass die Fähre fährt ab 15 Uhr. Das ist nämlich anscheinend so eine historische Fähre. Und ich glaube, die ist ziemlich witzig, das mal gemacht zu haben, sagen wir es mal so. Mal gucken, ob wir mit dem Auto raufkommen. Wenn nicht, dann machen wir es zu Fuß, eigentlich auch egal. Und ja, das ist unser Plan für den Nachmittag. Mal schauen, wie schön Miravet ist. So. Wir sind auf der anderen Seite, haben die Fähre allerdings nicht genommen, weil wir uns nicht sicher sind, ob wir mit unserem Auto rüberkamen. Es hätte noch eine halbe Stunde gedauert, bis die erste Fähre wieder fährt. Deshalb sind wir rumgefahren, warten auf der Seite jetzt auf Ellie und Jonas und dann geht's ins Dorf. Da hinten ist eine große Burg, die oben drauf steht. Und wo wir gerade stehen, sind so wunderschöne pink blühende Bäumchen. Wir denken, es sind Mandeln. Und die sehen so schön aus. Und die sehen so schön aus, ruft Kim. Ja, jetzt gucken wir mal, wie lange die anderen noch brauchen. Und dann gehen wir ins Dorf. So, da ist das Boot und da hinten sind Ellie und Jonas, die gleich rüberkommen. Ist wirklich ein altes Boot. Ich weiß auch nicht, ob ich mich getraut hätte, mit unserem Auto, das ist ja doch fast 3,5 Tonnen wiegt, hier raufzufahren. Aber ich glaube, Kim hat gerade gefragt. Darf man rüberfahren mit unserem Auto? Habe ich nicht gefragt. Ich habe gefragt, was es kostet, hin und zurück zu fahren. Für uns beide. Ein Euro pro Person. Machen wir es? Vielleicht. Mal schauen. So, die anderen haben es auch geschafft. Jetzt geht's los. Fertig im Dorf. Es war echt, oder es ist ein super schönes Dorf. Wir sind bis hochgelaufen zur Burg und haben uns das ganze Dorf angeguckt. Richtig, richtig schön. Jetzt noch ein Zwischenstopp bei einer Töpferei, denn Miravet ist besonders bekannt für die Töpferkunst, die hier schon seit tausenden Jahren wohl betrieben wird. Und das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen an. Wir sind jetzt schon fast am Stellplatz angekommen, wo wir die Nacht verbringen. Sind noch mal in einem Örtchen angehalten und suchen uns ein Restaurant, weil es doch schon spät geworden ist. Wir so einen Hunger haben, dass wir es nicht aushalten zu warten, bis wir gekocht haben. Und auch keine Lust haben zu kochen. Deshalb suchen wir uns jetzt was Leckeres